Moinsen, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es darum, wie koche ich am besten und schnellsten Kaffee im Wohnmobil. Das schwarze Lebenselixier gehört natürlich zu dem Wohnmobilleben dazu. Und deswegen möchte ich dem Ganzen heute mal auf den Grund gehen und möchte auf verschiedenste Art und Weisen Kaffee zubereiten. Ich habe mich dazu entschlossen, Kaffee zu kochen, ganz normal Wasser aufzubrühen mit einem Teekessel oder wahlweise mit einem Topf. Wir konzentrieren uns aber auf den Teekessel und wollen dann mit dem alten klassischen Filtersieb den Kaffee brühen. Als Alternative möchte ich dazu noch einmal das Wasser kochen, nicht mit dem Gasherd, sondern mit Strom. Und als Profi-Variante möchte ich mal sagen, will ich die klassische Kaffeemaschine auch einmal durchlaufen lassen, um den Vergleich zu haben, wie lange brauche ich dafür und wie gut schmeckt es. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, beide Varianten bekommen jetzt mal 1 Liter Wasser. Wir wollen jetzt mal gucken, was hier am schnellsten geht. Ich habe übrigens hier bei dem Wasserkocher habe ich hier noch mal einen Teil dazwischen geschaltet, was anzeigt, wie viel Strom wir verbrauchen. Ich muss jetzt noch den Wechselrichter anschalten und dann testen wir mal, was schneller geht. Übrigens werde ich jetzt natürlich die Zeit stoppen, wenn wir gucken wollen, wie lange das dauert. Ah. Okay, also der Wasserkocher hat 4 Minuten 45 benötigt und der Teekessel 6 Minuten 15, das sind halt die Unterschiede, 1,5 Minuten länger gedauert. Und nun wollen wir mal schauen, wie viel Strom wir verbraucht haben. Kilowattstunden. Jetzt los, den Filter zu falten, Kaffee rein. Und nun füll nur noch das heiße Wasser. Wie geil das schon riecht, das ist abgefahren. Ja, nun dauert es natürlich, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Aber so ist das. Guter Kaffee dauert nun einfach ja, insgesamt mit Wasser kochen fast 10 Minuten. Nervig, aber es ist so. Gut, auf jeden Fall ist das Wasser komplett durch. So sieht es dann aus. So. So ist der energiesparende Kaffee innerhalb von 10 Minuten durch. Und wir müssen nicht viel sauber machen. Wir haben einfach nur den Filter jetzt im Müll zu schmeißen, einmal abzuspülen und dann ist das Ding fertig. Nun werde ich erstmal einen Kaffee trinken. Und danach machen wir das Ganze nochmal mit der Kaffeemaschine. Und gucken mal, wie schnell das geht. Stoppuhr raus und auf geht's. 7 Minuten 30.
Fertig. Krasse Zeit, 7 Minuten 30. Nochmal 2,5 Minuten schneller als die andere Variante. Wollen wir mal gucken, wie viel Strom verbraucht haben. Kilowattstunden. Das rechne ich gleich mal um in Amperestunden. Ja, dann kann ich jetzt ja auf jeden Fall ein bisschen Kaffee trinken. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren immer den Wasserkocher benutzt und das Wasser so erhitzt und haben es dann durch den Kaffeefilter selbst durchgejagt. Der Kaffee schmeckt gut, das Wasser wird schnell erhitzt, das finde ich ganz okay. Allerdings haben wir ein Problem, weil wir damit grundsätzlich immer den Wechselrichter anschalten müssen und dann den Strom aus der Batterie verwenden. Wir stehen so gut wie nie irgendwo auf dem Campingplatz, haben also demnach keinen Landstrom, sondern wir haben unsere Solaranlage auf dem Dach und produzieren so Strom, der wird eingespeist in die Batterie auf 12 Volt und der muss dann wiederum hochtransferiert werden über den Wechselrichter. Und je öfter man natürlich die Batterien absaugt und wieder füllt, desto schlechter werden sie. Ich habe die jetzt tatsächlich nach 2,5 Jahren, habe ich die Batterien, die beiden Aufbaubatterien schon mal ausgetauscht. Ja, und das ist natürlich eine kostspielige Sache. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, Wasser zu erhitzen, immer mit dem Teekessel. Weil das letztendlich ein bisschen Gas kostet, aber das ist überschaubar. Geht fast genauso schnell, haben wir ja gerade gesehen, und ist eine gute Alternative. Ja, ich habe natürlich überlegt, ob ich eventuell so eine Kapselmaschine auch mit mal zeige. Zum Beispiel eine von diesem grauhaarigen Hollywood-Schauspieler. Die habe ich auch da, allerdings habe ich gesehen, dass die 1500 Watt Leistung hat. Und 1500 Watt schafft mein Wechselrichter nicht. Der Wechselrichter ist ausgelegt auf, ich glaube, 800 Watt oder 900 Watt dauerhaft. Man kann den auch höher betreiben, also kurzfristig mal mit 1600. Aber das wollte ich meiner Batterie nicht antun, deswegen habe ich die Kapselmaschine völlig außen vor gelassen. Wenn ihr aber natürlich immer im Landstrom angeschlossen seid, könnt ihr natürlich ganz normal eine Kapselmaschine nehmen. Allerdings mögen wir beide den Kapselkaffee nicht so gerne wie einen richtigen Filterkaffee und deswegen brühen wir selbst auf oder machen das in Zukunft vielleicht auch mit der Kaffeemaschine. Das werden wir mal schauen. Vorteil von der Kaffeemaschine ist, dass es wahnsinnig schnell geht. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Allerdings hat die natürlich auch Nachteile. Ich brauche Strom, 230 Volt, also wird die Batterie stärker belastet und die ist natürlich ziemlich groß. Die muss man irgendwo auch unterbringen in der Küche. Ja, und das Ding hier, das ist natürlich schon richtig alt. Das kennen wahrscheinlich die ganz Älteren von ihren Omas und Opas schon. Ist eine gute Sache, braucht ein bisschen lange für mein Gefühl irgendwie durchzulaufen. Es gibt ja auch diese Kaffeekannen, wo man das Wasser reinkippt, das Kaffeepulver rein und dann drückt man diesen Steg nach unten. Die sind auch nicht schlecht, haben wir auch mal gehabt. Muss allerdings sagen, es ist nervig, die sauber zu machen. Und bei dem Teil hier, da nehme ich einfach den Filter raus, schmeiße den in den Müll, wasche das Ding einmal ab, ganz kurz, spüle es ab und dann kann das wieder in den Schrank. Also das ist im Moment unsere Alternative, wirklich Kaffee zu kochen. Riesenvorteil ist, es riecht einfach wahnsinnig gut morgens, wenn man den Kaffee frisch aufbrüht. Und das ist unbezahlbar. Ja, ich werde euch natürlich alle Produkte, die ich jetzt verwendet habe, werde ich euch unten verlinken. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt eure Fragen gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach ein Like da lasst oder den Kanal und den Kanal abonniert. Und ich melde mich dann beim nächsten Thema wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.